Ladies and Gents, welcome back auf meinem Channel. Für euch heute wieder am Start mit dem nächsten Tabak-Review. Und zwar heute habe ich wieder einen Rapper-Tabak für euch am Start. Und zwar, ich habe den Stony-Tabak am Start von dem Rapper San Diego, den SpongeBob-Tabak. Ich habe mir den Geschmack Tiramisu rausgesucht, also Italiener Tiramisu. Einer meiner absoluten Lieblingsdesserts, die es gibt. Ja. Die Dose ist eine komplette Plastikdose. Plastikdeckel, alles normal, ein paar Abschreckbilder, ganz normal. Aber sieht noch cool aus, denn auf dieser Dose ist der SpongeBob mit dem Bandana drauf. Und ja, sieht leicht bekifft aus, rote Augen und so. Ja, dieser Tabak kommt für 200 Gramm für 16,90 €. Ja, schauen wir jetzt erstmal den Schnitt an und den Tabak selber an. Gut, der Tabak kommt in einen braunen Schnitt. Einen mittleren Schnitt, geht leicht ins Feine rein. Ist der Tabak, sieht gut aus. Die Äste sind gut gehäckselt drin. Kleine, feine Blattäderchen noch drin oder so. Aber der Tabak ist fix fertig. Molasse ist gut eingezogen, sehr sehr wenig überschüssige Molasse. Ja, sieht echt gut aus. Schauen wir mal, ob er geruchlich das gleiche sagt. Ich habe euch vorher schon gesagt, Tiramisu heißt die Tabaksorte, also wird ja auch Tiramisu drin sein. Ich erwarte hier keine Zitronenminze. Nein, doch. Gut, für die kälteren Tage eher ein Tabak, jetzt für die wärmeren Tage. Gut, wenn ihr auf Abwechslung steht, wird er vielleicht genau euer Tabak sein. Gut, kommen wir zum Geruch des Tabaks. Ein absolut genialer Geruch. Als erstes rieche ich die Kaffeenote, die drin ist. Dann rieche ich so die Zabaione-Note, die drin ist. Diese Creme-Füllung bei dem Tiramisu. Die riecht man auch schön mit, schön cremige Note. Ja, von den Biscuits riecht man jetzt nichts groß raus, aber riecht sehr interessant. Ja. Kommen wir gleich zum Rauch und zum Geschmack. Und zum Geschmack. Und zum Geschmack. So, die Kohle ist jetzt drauf. Schauen wir, wie dieser Tabak schmeckt. Noch zu sagen zum Stony Tabak, ich hatte noch einen anderen Tabak von Stony probiert, den Jamaica Splash, Kokosnuss, Ananas, schmeckt nicht schlecht. Ja, aber jetzt geht es um den Stony Tiramisu, schauen wir wie der raucht. Auch sieht ihr, meine Freunde, der raucht absolut genial. Da gibt es nichts zu meckern. Der drückt nichts, kratzt nichts, hier lässt sich absolut alles entspannt rauchen. Ja, geschmacklich schmeckt eigentlich genauso wie er riecht. Ist diese Kaffeenote, die als erstes hervorkommt. Ich hatte bis jetzt einen anderen Tabak noch probiert, den Alfacker Cappuccino, der in die Kaffeenote, aber die war richtig stechend und brennend im Hals. Haben wir hier absolut nicht. Die Kaffeenote ist absolut genial getroffen. Die Zabaione-Note, diese cremige Note, ist auch sehr, sehr schön drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von den ganzen Früchtetabak ist das eine super, super Abwechslung. Ich rauche ihn wirklich sehr gerne, wie ihr gesehen habt. Die Dose ist schon fast leer. Wenn ich die Schnauze voll habe von den ganzen Früchtensorten, hole ich mir den hervor und zauber mir einen Kopf mit dem Tiramisu-Tabak. Ja, ich habe schon andere Reviews gesehen, wo sie den eher mittelmäßig gefunden haben und auch zerrissen haben vom Geschmack her. Ich finde ihn absolut gelungen, er schmeckt richtig geil und ich werde mir definitiv noch weitere Dosen holen. Ja, ich war erstaunt, dass der Tabak
so gut schmeckt, dass die Interpretation von Tiramisu so richtig gut rübergekommen ist. Und ja, wenn ihr auf Tabaksorten steht, die nicht alltäglich sind, Tiramisu kenne ich jetzt keinen anderen Hersteller, der diesen Flavor probiert hat oder auch ähnlich herausgebracht hat. Ist absolut gelungen. Und preislich ist er auch absolut in Ordnung. Ich würde sagen, ich würde hier eine Kauf-, auch Probierempfehlung rauslassen. Wer Tiramisu, wer auf Tiramisu steht, wird den lieben. Ich finde ihn absolut geil. Nehmen wir mal einen Zug. In diesem Sinne wünsche ich guten Rauch, gute Zeit. Bis zum nächsten Review. Euer Shisha Gent. Peace!